Wir spielen Svenne Dieb, meine Lieben. Weiter geht's. Na, Herr von uns Anzugsträger, auch mal wieder hier. Wie geht's dir? Oh, perfekt. So, ein Kompass wäre mal super, denn die Fahrt geht weiter und zwar irgendwo dahin. Ich glaube, die müsste es sein. Und ich hoffe so sehr, dass wir genug Material noch fürs Floß kriegen. Können wir den heute? Nee, natürlich nicht, weil wir kein Messer auf der Hand haben. Ja, trink mal. Müssen wir die schon mal ein bisschen was vorbereiten. Hier hätte ich auch alleine machen können, habe ich aber nicht. Haha. Also erstmal, warte mal, erstmal das hier zum Häuten. Und dann brauchen wir mal unsere Trinkdinger. Die können wir ja gleich mal auffüllen, wenn da schon mal genug Wasser ist. Und erstmal bitte Licht. Danke. Oh mein Gott. Ich habe irgendwas im Augenwinkel gesehen. Aber ich. Ach, das war unser eigener Schatten. Seht ihr den Schatten da links? Boah, ich krieg schon richtig Paranoia hier gegen diesen Spiel. Das ist ja unglaublich. Ist da noch was drin? Nee, natürlich nicht. Aber egal, das reicht erstmal. Na, oder? Nee. Warum haben wir keine Axt auf der Hand? Hier gehen seltsame Dinge vor sich. Was haben wir letzte Folge getan? Wo ist unsere Axt? 50% passt. Wir füllen mal nochmal Trinken auf, damit wir da drüben nicht gleich direkt wieder alles neu bauen müssen. Ich glaube, das ist ganz gut, ne? Mal, dafür nehmen wir mal kurz die Dinger hier. Jukob, möchtest du abgehen? Danke. Ja gut, den Stock nehmen wir jetzt auch erstmal mit. So. Vorbereitung ist das A und O, wissen wir ja mittlerweile, ne? Ohne Vorbereitung stirbt er. Wie immer. Wie in jeder Folge. So, dann füll du dich mal erstmal hier auf. So. Bring uns reichlich was an Trinken. Dich häuten wir erstmal. Und dann kannst du losgehen auf die nächste Insel. Und dann hoffe ich natürlich wirklich sehr, dass da ganz, ganz viele Dinge fürs Floß sind. Ja, willst du mal hinne machen hier? Schlafen sollten wir. Ach, wir haben keinen Platz mehr auf Hand. Okay, wir können Floß. Wir können eh erstmal ein bisschen Kram von der Hand legen, die wir jetzt gerade nicht mehr brauchen. Und zwar. Was schwimmt denn da? Ein toter Fisch oder so, den wir umgebracht haben? Vielleicht, wahrscheinlich. Das brauchen wir jetzt gerade nicht. Das jetzt auch gerade nicht. Und die Speere, wo waren die Speere? Waren die hier? Ne, die waren weiter hinten, ne? Nein, nein. Ah, hier waren die Speere. So, die können auch erstmal wieder weg. Die holen wir uns danach gleich wieder. Der Stock kann ins. Den habe ich jetzt sehr ungünstig geworfen. So. Speerweitwurf. Oh, der fliegt bis zur nächsten Insel. Habt ihr gesehen? So, das kann irgendwo hier hinten hin, war das, glaube ich, ne? Oder? Ja, packen wir hier mit rein. Sehr gut. Ordnung muss sein. So, das haben wir. Schlafen sollten wir eventuell. Oder schippern wir beim Dunklen rüber, denke ich mal. Kompass? Wo ist ein Kompass? Wir müssen nordwestlich. Ja, das ist die nächste Insel. Richtig geraten. So, meine Lieben. Ungefähr bis zum 23. Och, jetzt kann ich. Oh, Leute, wartet mal kurz. Ich habe das Messer wieder ausgepackt. Ich dumm. Bis Sons of the Forest rauskommt. Das müsste am 23. Februar sein, aber ihr wisst ja, die verschieben das gerne. Spielen wir noch Stranded Deep. Sobald Songs of the Forest rauskommt, machen wir bei Stranded Deep eine Pause. Dann kommt auf dem Kanal Sons of the Forest und Resident Evil 2. Und eventuell, wenn ich es noch dazwischen irgendwie reinkriege, The Last of Us. Das wäre schön, oder? Das wäre toll. Das ist auf jeden Fall erstmal der Plan, den ich mir so vorgenommen habe. Was macht der denn da mit der Taschenlampe? Oh, danke. Der ist verwirrt, der Junge. Ich denke, das klingt nach einem guten Plan, oder? Ich hoffe, das funktioniert auch alles so und dass Songs of the Forest sich nicht noch mehr Zeit lässt. Die haben sich jetzt Jahre, Jahrzehnte fast gefühlt Zeit gelassen. So, das zu dem Plan auf den Kanal hier. Auch abgehakt. So, dann müssen wir jetzt erstmal das Fleisch hier. So, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Da ist voll. Das packen wir jetzt. Oh Gott, diese Ordnung hier auf dem Schiff. Hier gibt es gar keine Ordnung auf dem Schiff. Schaffen wir das noch, die Dinger hier voll zu machen? Ich bezweifle es, weil ich nicht so viel rumalbern will heute, aber ich will da rüber schnell. Okay, egal. Wir brauchen keinen Trink, wir werden auch so überleben.
Sagt die, die ständig stirbt. So, unser Bettchen packen wir irgendwo hier rein. Ist da noch Platz? Hier ist noch ein Platz. Oh, okay, danke. Dann packen wir das hier alles wieder rein. So. Ich wende das Floß. Bring uns da hinten hin. Und dann hole ich euch wieder rein. Wie klingt denn das? Klingt nach einem Plan, oder? Boah, ich mag Pläne. Okay, meine Lieben. Bis gleich. Willkommen zurück. Hallo, hallo. Seid ihr noch da? Hallo, hallo. Ich glaube, wir sind gleich da. Also, ich glaube nicht, das weiß ich, aber ich glaube, hier gibt es gute Ausbeute. Da sehe ich ein Schiff, da sehe ich ein Schiff, da sehe ich ein Schiff, da hinten auch und da hinten auch. Drückt uns wirklich die Daumen, dass hier eine Menge fürs Floß ist, ey. Sonst raste ich aus. Da wäre ich zu Furie. Wir müssen nur ankommen. Es dauert noch einen kleinen Moment. Ein klitzekleinen Moment dauert's. Wir legen mal direkt. Oh, jetzt knallen wir da wahrscheinlich gegen. Ist nicht so schlimm, wir legen, versuchen aber da ein bisschen so anzulegen. Damit wir nicht immer hin und her schwimmen müssen, sondern direkt über Land auf unser Floß laufen können. Ich glaube, das ist ganz gut. Halt, stopp, halt, stopp. Das haben wir, das haben wir. Und das haben wir auch. Okay, sehr gut. Wie spät haben wir es? Vielleicht sollten wir auch schlafen gehen. Was? Oder? Wartet mal. Wir gehen nicht schlafen, weil sonst ist unsere Energie gleich wieder K.O. und alles. Esst das mal. Sehr gut. Und dann, was haben wir auf Hand? Den Kompass kann erstmal raus. Okay, aber nicht in die Kiste, sondern in die Kiste. Und was brauchen wir? Was brauchen wir? Wir nehmen mal einen Speer. Wir nehmen mal einen Speer in die Hand. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Lampe haben wir. Ja, wir gucken erstmal die Insel ab. Ob da, was da so Phase hier ist. Und hoffentlich waren wir auf der Insel noch nicht, aber ich bezweifle es eigentlich. Oh, nein! Wenn das hier abgerissen ist und da Bäume liegen, dann waren wir auf der Insel schon. Ah, tut es weh! Das glaube ich doch jetzt nicht. Wir sind am Arsch der Welt. Und wir waren hier schon. Das glaube ich nicht. Ich muss zu dem Schiff. Ich muss gucken, ob da irgendwas drauf ist. Sonst verfall. Oh, giftig. Verfall ich in Depression. Ich wollte doch das Groß vergrößern. Das Floß vergrößern. Was ist das denn jetzt hier? Denn waren wir hier schon? Wie sind wir denn? Wann sind wir denn hierher gekommen? Alles leer. Leben ist hier noch. Ja gut, aber ich will ja das Floß erweitern. Natürlich unser Zuhause auch, aber wir haben ja schon jetzt ein bisschen was an Leben. Das war nicht meine Hauptpriorität. Ist das traurig. Leer. Leer, leer, leer. Das ist nicht so, wie ich das geplant habe. Das ist ganz schlecht. Warum waren wir denn hier schon? Ich gehe mal einmal die Insel nochmal rundherum ablaufen. Von der Insel kommen wir, dann fahren wir gleich mal. Das ist ja ganz schlecht. Jetzt weiß ich gar nicht, auf welche Insel wir als nächstes wollen. Alles leergeräumt. Deprimiert. Mr. Krabs, bitte lass mich. Leergeräumt, leergeräumt, alles leergeräumt. Das sieht auch echt kahl aus. Gut, 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 gut. Pläne sind ja da, um sie zu ändern, richtig? Richtig. Dann gehen wir. Oh, Mr. Krabs, bitte, bitte lassen Sie mich in Ruhe, okay? Wo ist unser Floß? Oh, er kann nicht mehr. Gut, kein Problem. Stirb. Ja, wir könnten jetzt natürlich Lehm einsammeln, aber das würde ich eher machen wollen, wenn wir auch was zum Tauchen haben. Das erscheint mir sonst sehr, sehr, sehr traurig für mich. So, von welcher Insel? Von der kommen wir jetzt und wir fahren jetzt einfach mal. Oh, jetzt bin ich ganz irritiert. Jetzt ist vorbei. Oh, okay, wir müssen aber, von da müssen wir eigentlich kommen. Ich bin mir da eigentlich sicher. Oh Mann, ist das traurig. Aber das ist wirklich traurig. So. So. Von da, ich nehme mal kurz den Kompass in die Hand, um zu gucken, ob wir wirklich von da kommen. Ja, von da kommen wir.
Dann gehen wir jetzt auf die Insel. Ich hole euch wieder rein, wenn wir da sind. Doof gelaufen. So, wir sind gleich angekommen. Ein kleiner Schritt für ihn, ein kleiner Riesenschritt für die Menschheit. Wir ankern mal kurz hier. Halt, stopp. Und ich tauche mal kurz rüber. Anker? Da. Ich tauche mal kurz rüber. Und von der Insel kommen wir gerade. Von. Keine Ahnung. So. Anker bitte, danke. Und ich wage mal einen kurzen Blick, ob wir da auch schon waren, weil dann bin ich echt traurig. Ist alles hier richtig? Ja, okay. Dann. Ach du meine Güte, genau. Hey, dieses Spiel. Habt ihr den Hai genug gesehen? Nee, ja, gut. Okay, geh mal schnell auf Land. Geh mal ganz schnell auf Land. Ja, natürlich. Natürlich. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Ich wollte nur kurz mal hier stöbern. Oh Mann, das sieht sehr kahl hier aus. Okay, nur noch eine Lösung. Wir löschen das Spiel, ganz einfach. Bah, es kann ja nicht sein, dass wir hier auch schon waren. So viel sind wir gar nicht rumgekommen im Spiel. Wir sind nicht so. Ach, müssen mal gucken. Alles leer. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt waren wir auf beiden Inseln schon. Okay. Ach, das ist wirklich very, very traurig. Mann, dann sind wir aber ganz schön rumgekommen. Das muss ich uns schon lassen. Aber wann? Wann, frage ich mich halt. Wann haben wir das getan? Okay. Hi, bitte lass uns mal kurz in Ruhe, denn wir müssen weiter segeln. Oh, bitte, hi, lass mich in Ruhe. Ich will nur zu meinem Floß kommen. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe. Aua, aua, aua. Ich spüre den Biss schon. Au, aua, aua. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, oben. Hey, das ist ein Riesenfloß mittlerweile, oder? Ist das größer geworden? Habt ihr das irgendwie vergrößert? Wann ist denn die ganze Seite hier dazu gekommen? Boah, bemerkenswert. Okay, von der Insel kommen wir. Wir schwimmen jetzt da lang vorbei. Da müsste die nächste Insel sein, wo es sinnvoll macht, mal hinzugehen. Damit wir im Kreis weiterfahren. Also einmal außen rum sozusagen erstmal die Dinger einsammeln oder absuchen. So. Wie eben. Ich hole euch wieder dazu, wenn wir da sind. Auf Wiedersehen. Die Sonne geht langsam auf und wir sind gleich da. Hat ein bisschen gedauert, aber ist nicht so schlimm. Wir müssen uns jetzt nur die Daumen drücken, wirklich, dass wir hier noch nicht waren, weil sonst verzweifle ich. Weil wir sind jetzt von Norden aus einmal schon fast rum wieder, glaube ich. So gut wie. Mal gucken. Was ist mit dem da los? Ich erkenne nicht, ob da was drauf ist oder nicht. Wenn wir hier jetzt auch schon waren, dann muss ich erstmal nochmal einen Kartografen gucken gehen, wo wir hin müssen. Wie es weitergeht mit uns. Oder ob wir ihn sterben lassen. So, ja, noch ein Stückchen, damit wir mal direkt tauchen können und gucken, was da so los ist. Okay, reicht, danke. Oh mein Gott, wir stoßen gegen. Stopp! Halt, stopp, stopp, stopp. Oh, perfekte Bremsung. Gut gemacht, der von uns an. Mach mal bitte die Dinger hier. Anker. Super. Okay, und wir gehen direkt mal tauchen hier und gucken mal, bitte. Bitte lass hier was sein. Ich sehe da schon, glaube ich, eine Kiste. Das wäre fantastisch. Oh, hier ist schon eine Kiste. Hallo? Oh, hoppala. Okay, wir waren hier noch nicht. Das ist gut, das ist gut. Ich wäre jetzt fast verzweifelt. Oh, das ist noch viel schöner. Ja. Okay. Ich guck mal kurz, ob wir hier an der Seite. Oh, Giftfisch, Giftfisch, gleich steigt doch mal. An der Seite kommen wir nicht hoch, sieht mir so aus. Rein. Nicht hoch. Okay. Dann leg mal die Kiste erstmal ab, Herr von uns zu Anzugsträger, und dann holen wir uns mal direkt. Das kann weg, das kann weg. Und dann holen wir uns mal direkt hier Seil und. Seil und einen Hammer brauchen wir immer, ne? Ein Hammer, Hammer, Hammer. Da. Haben wir alles? Ja. Und dann holen wir uns die Bällchen. Balli, Balli. Dich will ich haben. Kommt her. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, bitte schnell, schnell, schnell einsammeln. Ey, nicht wegschwimmen, nicht wegschwimmen.
Ist hier noch irgendwo? Geh mal hoch, damit wir sehen, ob noch irgendwo eins ist. Haben wir fünf? Wir haben fünf. Okay. Das sollten wir dann erst. Oh, hoppala. Das sollten wir hier ransetzen. So war das. Transport. Okay, das ist sehr, sehr gut. Perfekt. Und hier sind ein paar Schiffe. Das heißt, das könnte gut werden. Sehr schön. Ich dachte. Ach so, wartet mal. Wie viel braucht man dafür? Fünf. Also wir haben da noch vier Stück. Das ist ja cool. Okay, wie geht's Ihnen? Ja, komm. Schafft das schon noch. Bei dem Schiff waren wir, dann gehen wir. Das freut mich jetzt voll. Endlich haben wir es geschafft. Kannst du mal steigen, wenn ich das will? Danke. So, dann gehen wir hier mal gucken, was hier so drauf liegt. Eigentlich müsste hier auch noch eine Kiste drauf sein. Ja, da ist sie. Was da so schönes drin? Ah, okay. Seil ist okay. Können wir gebrauchen. So eine Ration. Wir brauchen dringend so eine Ration, Leute. Hier ist auch noch Lehm. Das freut mich auch. Wie kommen wir jetzt da hoch? Oh Gott, Stein. Hängen wir jetzt fest? Nee, wir hängen nicht fest. Sehr gut. So, irgendwo müssen wir hier reinkommen. Bitte einmal. Spiel, könntest du zulassen, dass wir hier hoch, rein oder irgendwie kommen? Da ist ein Hai. Au, ja, gesehen. Im Augenwinkel gesehen. Kein Problem, wir sind gleich weg vom Fenster. Okay, Sicherheit. Sicherheit ist immer gut. Wir gehen erstmal das hier alles einsammeln. Was gibt's hier Schönes? Ja, ja, okay. Müll, Müll, Müll. Und hier war gar nichts. Die Dinger draußen holen wir gleich. Wir gehen erstmal das Schiff hier ablaufen. Oh Gott. Oh, fantastisch. So wollen wir es haben, Spiel. So wollen wir es haben. Nimm das mal mit und dann hauen wir das mal kaputt. Und wahrscheinlich kommen wir jetzt nicht zum Floß, ohne angegriffen zu werden. Ne? Wie immer. Haben wir. Hat er? Hat er das? Wo ist es? Da ist es. Okay, hi, bitte lass mich mal in Ruhe, ja? Okay, von uns zu auf den schnellsten Weg zum Floß. Jalla. Ich höre den Hai schon hinter uns. Auf damit dir. Okay, in Sicherheit. Sehr gut. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Und dann hier noch. Nee, Spiel. Komm schon, komm schon. Planänderung. Wir müssen mal den Rückwärtsgang einlegen. Kann er das jetzt kurz mal machen? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Das tut weh. Das tut weh. Dann setzen wir hier hinten schon mal einen Rand für die nächste Reihe. Und dann kurz mal den Rückwärtsgang, damit wir den gleich daran bauen können. Achso, da ist noch ein Anker. Ich warte und warte. So, zieh mal ein. Und dann okay, danke. Reicht schon, reicht schon. Alter, du sollst doch nicht gleich eine Umwanderung der Welt machen. Ne? So. Hoch wieder mit dir und Anker setzen. So, dann haben wir noch ein Seil auf der Hand. Ja, aber wir sollten erstmal die Kisten auf der Hand legen. Die brauchen wir alle nicht. Wie geht's ihm? Ja, wir sollten jetzt so langsam was trinken. Och, Mensch, wenn ich immer wüsste, wo ich diese Sachen reingepackt habe. Trinken wir gleich alles leer. Das passt. Sehr gut. So, wie geht's dir? Ja, schön, schön, schön. Ein paar Bisse halten wir noch aus. Kehr von uns zu Anzugträger, bitte auf direktem Weg einfach ganz schnell dahin. Schnell, schnell, schnell. Einfach schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen, schwimmen. Ja, 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 ich höre die Hai-Musik. Schnell, schnell, schnell. Oh, ich sehe schon wieder Gewitter. Nein! Au, 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 au. Wow. Der war aber dicht bei uns dran. Der kommt hier nicht rein, oder? Kommst du hier rein? Können Sie mich bitte in Ruhe lassen? Das wäre hervorragend. Okay, das müssen wir jetzt so hier machen. So hier. Und dann bauen. Oh Gott, Transport. Zwei brauchen wir nur. Okay, oh bitte, hey, lass mich in Ruhe. Wir laufen über Land. Das ist mir zu riskant mit dem Hai hier. Das ist mir ein wenig zu riskant. Ich habe keine Lust, jetzt wieder in der Folge zu sterben. So, wir laufen mal jetzt hier. Ob das eine Abkürzung ist, ich weiß auch nicht. Aber es ist der sicherere Weg. So. Den Reifen müssen wir sichern, falls wir hier irgendwo noch einen Reifen finden. Dann haben wir nochmal eins fertig.
So, und du kommst daran, bitte. Perfekt. Super, perfekt. Ja, so gefällt es mir. Wir haben, müssen echt noch ganz viele Böden machen. Das wird noch dauern. Haben wir jetzt noch Seile? Eins. Okay, spielt keine Rolle. Wir brauchen erstmal, wir müssen erstmal den Reifen sichern. Vielleicht sollten wir uns ein paar Speere auf die Hand nehmen. Och, Herr von uns Anzugträger, lass die Zeit, wie immer. Vier Speere müssten eigentlich reichen, um den K.O. zu kriegen, ne? Wenn wir dann auch vier von vier treffen würden. Was leider meistens nicht so ist. Wir gehen mal dahin kurz. Boah, die Sicht ist perfekt. Wenn es so aussieht, ich liebe dieses Spiel. Kommt nicht oft vor, leider, ne? Ist hier eine Lebensration drin? Natürlich nicht. Oh, warte, da waren Seile. Seile nehmen wir immer direkt schon auf der Hand. So, das haben wir abgehakt, das auch. Ja, ich höre dich, Hai. Ich weiß, dass du hier bist. Oh Gott, der ist direkt vor uns. Kannst du da mal festspawnen? Das wäre super. Das ist ein weißer Hai, wa? Jawoll! Habt ihr gemerkt, wie angespannt ich war? Ja. Okay, diese Speere sind sehr gut. Aber uns fehlt... Nee, da ist er. Hätte ich das von Anfang an gewusst, dass diese Speere so gut sind, dann hätten wir uns viel Kummer und Ärger erspart. Kommst du mit, Hai? Ja, okay. Sehr gut. Ein Hai schon mal eliminiert. Das gefällt mir. Und er hat uns nur zweimal angegriffen. Das passt. Sehr, sehr gut. Bist du noch da, Hai? Ja, okay. Dann gehen wir dahin. Und kannst du hier warten auf mich? Danke. Nee, das war wieder ein Tigerhai, obwohl der aussah wie ein weißer Hai. Verwechslungsgefahr. Okay, nochmal Licht in die Hand. Wir müssen mal den Reifen sichern. Perfekte Sicht, das ist unglaublich, ey. So wunderschön aus dieses Spiel. So, haben wir ihn? Ja. Dann bringen wir den mal da an Land. Und dann müssen wir hoffen, dass wir nochmal drei Stück kriegen irgendwann irgendwie hier. Weil wir können das nicht auf den Floß packen, weil sonst geht das Floß unter. Ganz doof gemacht vom Spiel. Kannst du, ja, okay, roll nicht los. So, genau hier bleiben, ja? Danke. Und du auch. Schön. So. Wir müssen jetzt mal vom Wasser aus tauchen, ob hier irgendwo ein verstecktes Schiff ist. Kannst du mal untergehen? Danke. Okay, danke. Oh, der stellt dich mal wieder an. So. Ist hier irgendwas? Leben ist natürlich wunderschön und hier ist echt was versteckt. Da müssen wir gleich mal, hier gehen wir jetzt erstmal zuerst gucken wieder. Habt ihr was für mich? Ist hier was für mich? Der Herr von uns zu Gaia möchte. Hä, wir kommen, passen hier nicht durch, oder? Ich versuch's auf jeden Fall nicht. Ah, hier kommen wir durch anscheinend, oder? Ich versuch's auf jeden Fall nicht. No risk. So, tauch mal hier unter. Direkt am Abgrund. Das macht einen aber auch schon wieder Angst. Ach, hier ist eine Scheibe, oder? Das ist ja wohl ein Witz. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch nichts. Okay. Gut, danke Spiel. Danke für dieses unnötige Schiff. Egal. Da kommen hoffentlich noch welche. Hoffentlich. Blubbert es irgendwo hier? Nee, ne? Es blubbert halt nirgendwo. Boah, bei dieser Sicht bin ich so gern unter Wasser. Das ist ein Traum. Oh, hier ist noch eins versteckt. Ja, und noch Reifen. Ja, 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 ja. Oh, Giftfisch. Please, lass mich in Ruhe. Nehmen wir mit. Natürlich keine Essensration. Damit haben die hier echt gespart mit den Essensrationen. Das macht mich ein bisschen sauer. Zu riskant. Ich kann da nicht reingehen. Können wir von außen da rangehen? Da ist nichts. Kannst du das mal anvisieren? Nee, müssen wir von der anderen Seite mal kommen. Jawohl. Hallo, hi. Er greift uns an. Er greift uns an. Oh, au, au. Mann, ey. Wo ist er? Mann, du bist ein... Ah, ich kann es gar nicht laut aussprechen sonst. Du, was macht der denn hier? Immer wenn ich runtergucke, kommt er oder was? Wir tricksen ihn jetzt aus, wir gucken runter und dann kommt er. Da ist er. Komm mal her, ich möchte dich abschießen. Nein, haben wir den getroffen? Ich hoffe.
Also sonst müssen wir noch einen Speer holen. Jo, wir müssen noch einen Speer holen. Geil. Weil wir es verkackt haben. Wir haben einen nicht getroffen. Au, au, au. Wir haben einen nicht getroffen. Und das heißt... Och, jetzt den ganzen Weg wieder dahin, Mensch. Spiel. Lass die Zeit hervor, uns vor Anzugsträger. Ich meine, wir haben doch die Zeit. Geduld ist eine Tugend. Eine Tugend, die ich nicht besitze. Machst du überhaupt schnell oder lässt du dir wirklich Zeit? So, ein Speer brauchen wir. Seile haben wir erstmal. Warum ist denn hier Heilmusik? Verfolgt er uns bis hierhin oder was? Hoch damit die Spiel, Herr von unter Anschlussträger, und dann mal ein Speer. Da hinten sieht es auch interessant aus. Okay, was wollte ich denn gerade? Kann mich schon wieder ablenken lassen. Ein Speer brauchen wir. Einer reicht. Seile haben wir. Ja, Leben sieht auch noch okay aus. Ich sag okay, extra nicht gut. Oh Gott, Spiel, was tust du da? Vibration, Vibration. So. Sicht ist gut. Locker 20 Meter Sicht haben wir, das passt. Dann müssen wir jetzt erstmal das Schiff wieder finden. Nimm mal schon mal den Speer in die Hand, bitte. Da ist er. Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Meine Speere. Ich brauche die 4 Speere zurück, sonst schaffe ich deine Kollegen nicht. Danke. Nimm. So, wo ist der? Wo ist der andere? Da unten. Da unten. Oh, wäre der gerade fast weggespawnt? Ich glaube. So, Hai, du kommst mal mit. Dich legen wir auch erstmal ab. Und dann können wir uns da in Ruhe. Werf den mal dahin. Ja, super. Du wartest ja auf uns. Dann können wir uns in Ruhe um das Schiff da kümmern. Um die Reifen. Einen müssen wir dann wieder sichern und dann haben wir ein ganzes neu. Aber wo war jetzt das Schiff hier? Hier nicht, da nicht. Schiffi Schiff, wo bist du auf einmal? Da. Oh Gott, Giftschlange, Giftfisch, kein Problem. Das kennen wir ja mittlerweile alles schon, aber lasst uns mal in Ruhe. Wir tun euch nichts und ihr... Irgendwas ist mit der Kamera gerade passiert, richtig? Sie ist ausgegangen. Warum? Warum, warum, warum? Oh, nebenbei hier die Kamera machen. Was zeigt sie an? Ich sehe es nicht. Die Kamera ist einfach dumm. Wartet, ich mache die gleich mal wieder an, aber ich muss hier erstmal klarkommen. Wir brauchen Transport. Hallo, warum visiert er die denn nicht an? Jetzt, okay. Zurück zum Land. Das machen wir über Land, weil es schon zu gefährlich. Wissen wir ja mittlerweile schon. So, okay, jetzt seht ihr mich wieder, glaube ich. Ich glaube, der Akku hat aufgegeben. Okay, macht keinen Sinn mit der Kamera. Der Akku hat aufgegeben, das kann doch gar nicht sein. Wir sind doch erst... Gut, ich brauche eine neue Kamera. So, das ist perfekt. Wir spielen jetzt kurz ohne Kamera weiter, aber wir gehen nach dem Ding hier abspeichern. Mann, ey, ich hasse diese Kamera. Wirklich. Und wisst ihr auch warum? Weil sie schlecht ist. Sehr schlecht. Aber guckt euch mal die Preise für eine neue Kamera an. Boah, Leute, Leute, Leute. So, hinten machen wir das ran. Und dann speichern wir erstmal ab. Sehr gut. Und ich habe auf der Insel schon gesehen, dass da Paletten wieder liegen und alles. Das werden wir dann alles nächste Folge einsammeln. Da ist unser Bett, sehr gut. Den Reifen dürfen wir nicht vergessen, aber ich denke, den werden wir nicht vergessen. Der ist fest eingespeichert in meinem Kopf. Och, er kann schon wieder nicht. Die Krebse machen da auch, was sie wollen. Ach Gott, dieses Spiel. Man muss es einfach lieben. So. Let's go. Hoppala, hoppala. Oh nee, ganz schlecht, ganz schlecht. Wo kann ich denn hier mal... Ach, Spiel. Wenn du nicht immer so gemein zu mir wärst, wäre das echt hervorragend. So, ganz heimlich packen wir hier mal kurz das Bett hin. Und abspeichern. Ich speichere ab für uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen.